Ja, hallo zusammen. Ich möchte euch sehr herzlich heute im Namen des Deutschen Polen-Instituts zur Vorstellung unserer Internetplattform www.polen der Schule begrüßen. Und obwohl es diese Plattform schon seit 2014 gibt, wollen wir die Corona-Situation zum Anlass nehmen, die Plattform hier einmal kurz zu präsentieren. Wofür kann man sie nutzen? Welche Materialien findet ihr auf dieser Plattform? Und ich denke, gerade in Zeiten, in denen das digitale Angebot an Unterrichtsmaterialien besonders im Fokus steht, können solche Materialien von Nutzen sein. Wie der Name schon sagt, haben wir die Plattform deshalb ins Leben gerufen, um vor allem Materialien für den Schulunterricht zur Verfügung zu stellen, die in verschiedenen Fächern den Brückenschlag zum Nachbarland Polen ermöglichen können. Aber wie ihr auch gleich sehen werdet, sind die Materialien auch in anderen Kontexten einsetzbar, so zum Beispiel bei der Vorbereitung von Klassenfahrten oder von Schüleraustauschprogrammen. Wenn wir uns den Aufbau der Plattform mal anschauen, ich wechsle hier mal direkt auf die Plattform, dann sieht man schon, dass gerade im Bereich der Arbeitsblätter auch die klassische Aufteilung der Schulfächer vorhanden ist, also Deutsch, Geschichte, Gesellschaft. Es gibt aber auch Rubriken wie polnische Literatur, Landeskunde und insbesondere auch Materialien für den Bereich Grundschule. Wir gucken mal rein in das Fach Deutsch zum Beispiel. Wo gibt es Anknüpfungspunkte zwischen dem deutschen Literaturunterricht und der polnischen Literatur? Zum Beispiel E.T.A. Hoffmann hat auch eine Zeit lang in Polen gelebt. Auch die Novelle von Gottfried Keller, Kleider machen Leute, hat einen polnischen historischen Hintergrund. Aber auch andere Themen wie Günter Grass natürlich mit der Blechtrommel oder ein Modul zu Olga Tokarczuk findet man hier. Also da sind viele Anknüpfungspunkte, die man auch in den Lehrplänen findet. Das Gleiche ist natürlich für Geschichte, da ist es noch offensichtlicher. Da geht es um die deutsche Ostsiedlung, um den Deutschen Orden, um die Teilungen Polens im 19. Jahrhundert, Zweiter Weltkrieg, der Kniefall Willy Brandts. Also die Anzahl an Verknüpfungen zwischen der deutschen und der polnischen Geschichte ist hier sehr, sehr hoch. Überall gibt es Module, die man anklicken kann, ausdrucken kann, sich herunterladen kann mit Kurzbeschreibungen, Arbeitsblättern. Und das Gleiche gilt natürlich auch für den Bereich Gesellschaft, wo sich Wirtschaft, Sozialkunde dann auch inhaltlich widerspiegeln. Auch Religion sieht man hier, Minderheiten als Thema. Das haben wir alles hier aufgearbeitet. Ja, natürlich, es gibt ja auch Schulen, die ein Austauschprogramm haben oder die Kontakt mit Schulen in Polen auf andere Weise haben. Da haben wir auch eine Rubrik polnische Sprache. Hier gibt es verschiedene Arbeitsblätter, Spiele, mit denen man gemeinsam Unterricht machen kann oder auch auf die polnische Sprache ein bisschen hinführen kann. Ganz wichtig ist auch der Bereich Landeskunde. Hier findet man zum Beispiel Routen nach Polen. Wenn man eine Klassenfahrt macht, dann kann man mal gucken, wo lohnt es sich denn durchzufahren, einen Stopp zu machen. Aber wir stellen hier auch einzelne Städte in Polen vor. Wir haben Themen wie Fußball, Küche, Musik, Film, berühmte Polen, Biografien, Feiertage, Bräuche, gerade für die unteren Klassenstufen, viele Karten und natürlich auch ein Quiz, das man spielen kann und so ein bisschen was über Polen erfahren kann. Besonders Augenmerk möchte ich auch auf die Grundschulmaterialien legen. Hier findet man so Ausmalbilder, Arbeitsblätter zu Legenden und ja auch Lieder, die man mit Grundschülern zusammen einüben kann. Ansonsten bietet die Plattform verschiedene Angebote an Informationen, zum Beispiel Bildungsreisen, die wir durchführen, auch vom Deutschen Polen-Institut mit Terminen, Projekttage, aktuelle Fortbildungen, die in Deutschland angeboten werden oder auch Fördermaßnahmen für Schulen. Es gibt auch Präsentation von Lehrwerken für den Deutsch-, Geschichts-, Gesellschaftsunterricht, Hinweise zu Ausstellungen, die ausgeliehen werden können, zum Teil kostenlos. Wir haben gerade die Ausstellung vom Vertrag zum Vertragen auch im Angebot, die ab nächstes Jahr wieder ausgeliehen werden kann, oder die Briefmarkenausstellung 100 Jahre Polen, kleine Bilder mit großen Geschichten. Da findet man auch Informationen und es gibt eine Rubrik Filme, in der man zu allen Themen, die irgendwie relevant sind, auch für Geschichte, Literatur, Gesellschaft, Filme für den Unterricht findet oder Hinweise über Filme, die man über YouTube
runterladen kann. Ja, natürlich, das Ganze wird ergänzt von Literaturhinweisen, Links und natürlich dem Polenmobil. Das Polenmobil kann kostenlos bundesweit von Schulen angefordert werden. Mittlerweile sind wir auch online, digital unterwegs. Also wer Polen nach Hause in die Schule holen möchte, der kann das hier mit einer Anmeldung beim Polenmobil tun. Alle Informationen finden sich auch auf der Plattform. Ja, und zum Schluss vielleicht noch die Information, dass man natürlich auch einen Newsletter abonnieren kann. Das findet man auf der Startseite hier rechts unten, Newsletter abonnieren. Dann wird man immer auf dem aktuellen Stand gehalten, welche neuen Materialien gibt es, was tut sich auf der Plattform. Demnächst wird es auch hier einen Link geben zu einer deutsch-polnischen Landkarte namens Depolka, aber dazu schicke ich dann ein eigenes Video. Ja, ich hoffe, das macht ein bisschen Lust, die Plattform mal anzuschauen und vielleicht auch mal das eine oder andere Thema im Unterricht aufzugreifen oder auch in einem anderen Kontext, und wünsche viel Spaß bei der Nutzung.